Das Spannende bei Verbund First dabei zu sein, ist, dass man in Austausch kommt mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen aus anderen Banken, aus anderen Häusern im Verbund und dass man im Austausch miteinander voneinander lernt, wie digitale Prozesse schon umgesetzt sind, umgesetzt werden können, welche Probleme es gibt, welche Erfolgsgeschichten es gibt in den verschiedenen Häusern und davon halt zu lernen. Das Thema Netzwerken ist aus meiner Sicht ganz wichtig, gerade in unserer Branche. Und das war eigentlich so der Hauptmotivator, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass ich sage, in der ganzen genossenschaftlichen Finanzgruppe haben wir so viel Kraft, so viel Power, dass es mir wichtig ist, immer wieder auch Akzente setzen zu können in die Gruppe hinein, sodass wir alle voneinander profitieren und einfach besser und stärker werden. Die wichtigsten Impulse von der Veranstaltung, also von der gesamten Learning Journey, ist im Grunde mal Einblicke zu bekommen in die Herangehensweise, in die Methoden, mit der Startups arbeiten, aber auch sich auszutauschen mit den Teilnehmern. Wie gehen andere Banken das an? Wie kann man Lösungen von einer anderen Blickweise kriegen? Und wie bekommt man auch einen Blick auf das Thema Digitalisierung vielleicht mal aus einer ganz anderen Perspektive, die mit Bank gar nichts zu tun hat? Was ich vor allen Dingen jetzt aus Verbund First mitgenommen habe, ist, dass wir eine Innovationswerkstatt brauchen bei uns in der Bank. Und das wird jetzt aktuell auch gerade umgesetzt. Das ist direkt ein Ergebnis aus meinen Impulsen, die ich eben über dieses Format mitnehmen konnte. Und wir haben außerdem es auch geschafft, sämtliche Digitalisierungsaufgaben und Projekte, die wir im Haus haben, egal in welcher Abteilung die bearbeitet werden, zusammenzutragen, das Ganze einfach mal zu bündeln und sichtbar zu machen in unserer Digitalisierungskarte. Und so haben wir natürlich auch viel mehr Möglichkeiten zu steuern. Also wir haben ja bei unserer Learning Journey in verschiedene Unternehmen reinschauen können. Wir haben Startups besucht, in Berlin geschaut, wie die arbeiten. Und heute hier in Köln kommen wir richtig ins Tun mit der Arbeitsgruppe oder mit den Arbeitsgruppen, die sich mit verschiedenen Themen beschäftigen. Insbesondere, wie schaffen wir ein Netzwerk für Mitglieder? Wie nutzen wir digitale Medien, um mit unseren Kunden effizienter kommunizieren zu können, um Prozesse in unseren Häusern zu straffen? Und wie stellen wir uns einfach zukunftsfähig auf unter dem Oberbegriff, wir sind eine Genossenschaft? Die Zielstellung ist praktisch am Telefon und auch online, entweder im Banking oder über die App, mehr oder weniger jeden Service abbilden zu können für und durch jeden Kunden. Kombiniert mit der Beratung, ja, das findet sich jetzt gerade alles noch, ist in jedem Fall ein riesen Change-Prozess für alle Beteiligten und wir sind mittendrin. Es macht Spaß, ist aber auch verdammt viel Arbeit und auch ganz schön anstrengend. Also es ist ganz toll, wie wir hier alle als Teilnehmer zusammengefunden haben, wie sich so ein kleines Netzwerk nach und nach immer mehr entwickelt hat, auf das wir bestimmt auch in Zukunft noch öfter zurückgreifen werden und dass man einfach gemeinsam viel mehr erreichen kann.